Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Halt, stopp, nicht weiterspulen. Ich hoffe, dass ich dieses Video so kurz wie möglich hinkriege, denn das hier ist ein ganz besonderes Video. Das ist mein 10.000 Abonnenten-Special-Video. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Seit ungefähr 1,5 Jahren mache ich das jetzt hier. Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir auf einmal so viele sind. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an alle, an euch, an alle Zuschauer, an alle Kooperationspartner, an alle aus meinem privaten, persönlichen Umfeld, aus meinem Kollegium, also quasi von der Arbeit, an alle, die mich in irgendeiner Art und Weise hier unterstützen und ermöglichen, dass ich hier sitzen kann und das machen kann, wozu ich Spaß habe und wo ich einfach Me-Time habe, wo ich meine Me-Time mit euch verbringen kann. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, und weil wir nun mal 10.000 geworden sind, ach, mittlerweile schon über 10.000, habe ich eine echt fette Verlosung. Und zwar gibt es insgesamt 10 Gewinner. Wahnsinn, oder? Ja, als allererstes hat das Video wirklich ungeschnitten zu machen. Ich bin wirklich gespannt, ob ich das hinkriege. Hat das liebe Team von boxpalast.de gesagt, dass ein komplettes Jahresabo verlost werden darf. Welche Abos dafür zur Verfügung stehen, stehen unten in der Infobox drin oder sind gerade mal durchs Bild gelaufen oder so. Ich kooperiere ja mit denen zusammen, das heißt, ich bekomme die Pinkbox, die Shapebox, die Instabox, die Luxurybox, die Brigittebox, die Barbarabox, auch mal eine Zeit lang die Bumsbox, aber die gibt es ja leider nicht mehr, alle gratis zur Verfügung gestellt und konnte auch wirklich in jedem Video eine Box dann auch nicht verlosen. Und jetzt darf ich tatsächlich von einer dieser Boxen ein komplettes Jahresabo verlosen. Die Mainzbox habe ich jetzt auch noch vergessen, die ist auch noch neu mit dabei. Das ist der Wahnsinn. Also, ne? Das ist der erste Gewinn, den es gibt. Der zweite Gewinn ist ein Adventskalender, in Anführungsstrichen nicht Adventskalender, sondern das ist die, ich glaube, englische Variante davon. Das ist diese 12 Days to Christmas oder 12 Days after Christmas Variante. Habe ich in den ASOS Männer Adventskalender gepackt. Das heißt, wir haben insgesamt 12 Boxen. Und das ist dann quasi vom 26.12. bis 6.12., sprich, ach Quatsch, 6.1. bis zum Nikolaustag. Und da habe ich komplett Parfümminiaturen reingepackt. Und hier kannst du einmal sehen, welche Parfümminiaturen ich dafür verwendet habe. Das sind unfassbar tolle Düfte. Und ich habe immer wieder unter meinen Videos von den Adventskalender-Unboxings gelesen, dass ihr so irre scharf darauf seid. Diese Parfümminiaturen zu sammeln. Ich sammle sie nicht, deswegen mache ich gerne einem von euch davon eine Freude. So, das wäre Gewinnerpäckchen Nummer 2. Gewinnerpäckchen Nummer 3 ist eine komplette My Little Box. Die habe ich hier stehen. Und zwar ist das die Winterlichter-Edition. Die habe ich hier einmal komplett. Das ist einfach durch Zufall passiert. Ich habe die Box abonniert und gleichzeitig, also ich habe ein Jahresabo abgeschlossen und gleichzeitig hat My Little Box angefangen, mir PR-Pakete zu schicken. Das ist der Wahnsinn. Und da habe ich gedacht, die habe ich jetzt doppelt, die bekommst du auf jeden Fall oder einer von euch kann die hier in diesem Video gewinnen. Das ist Gewinn Nummer 3. Puh, Mensch, ganz schön viele Gewinne hier. Das muss ich eben kurz hier zur Seite räumen. Ich habe hier nur Boxen, um mich drum zu stehen. So, Gewinn Nummer 4 ist eine Juwelkerze. Und die ist hier drin. Das ist die Juwelkerze Winterlichter. Ach Quatsch, Wanderlust. Winterlichter war tatsächlich die My Little Box, genau. So, das nehme ich hier mal raus. Das ist halt in dieser Verpackung immer sehr gut eingepackt. Und das ist, huch, diese Kerze hier. Die Wanderlust ist das. Genau, das heißt, du hast eine Juwelkerze und da drin befindet sich ein Schmuckstück. Ja, ich glaube, das war ein Armband. Ich gucke aber nochmal vorsichtshalber hier rein. Ja, Necklace. Genau. So, das packe ich gleich wieder zusammen, weil, wie gesagt, ich versuche das hier ja recht ungeschnitten zu machen. Und dann war hier irgendwie auch noch mit dabei so ein Kofferanhänger von der Juwelkerze, weil das irgendwie bei dieser Sonderedition Wanderlust mit dabei war. Ja, genau. Das ist Gewinn Nummer 4. So, und jetzt kommen wir zu den Gewinnerpaketen, die sehr besonders sind. Denn da steckt in jedem eine ganz persönliche Note drin. Moment, das packe ich eben zur Seite. So. Ich zeige euch immer nur grob, was drin ist. Das, was am wichtigsten ist, ist das, was quasi die persönliche Note ausmacht. So,
In der, ich nenne sie mal lila Box, ist als persönliches Stück tatsächlich mein Schminkhaarreifen drin. Den verlose ich tatsächlich mit in dieser Box. Und insgesamt sind 10 Produkte hier in dieser lila Box. Und ja, ne? Das ist eins der Gewinnerpäckchen. Dann habe ich hier das Gewinnerpäckchen blau. Tada! Und in dem blauen Gewinnerpäckchen hat Sammy tatsächlich ein Stückchen von sich. Hört sich auch komisch an. Hat Sammy was gesponsert? Und zwar ist es das Halstuch, was er ab und an mal in den Videos getragen hat. Da ist zwar kein Blau drauf, aber Sammy ist ja ein Rüde, also von daher passt Blau eigentlich ganz gut. Und ja, ne, insgesamt dann auch 10 Produkte aus Beauty und dekorativer Kosmetik und so weiter wild zusammengewürfelt. Aber alles blau. Und dann habe ich hier die nächste Box. Das ist die hochgrüne Box. Und in der grünen Box haben wir als Special-Produkt etwas, was ich immer bei mir auf der Arbeit oder hier zu Hause stehen habe. Das ist so ein geiler Postkartenkalender. Nutze den Tag, es sei denn, er ist blöd, dann nutze den nächsten. Das ist ein Kalender von 2020 mit so Postkartenmotiven, die halt richtig witzig und ja, einfach mal so ein bisschen, ne, herzerwärmend sein dürfen. So, die nächste Box, die ich hier habe, das ist die pinke Box mit pinken Produkten. Und da habe ich tatsächlich mein, ja, oder eins meiner allerliebsten Pinselsets mit reingepackt. Das ist von Real Techniques bei Sam & Nick. Dieses Pinselset mit diesem Ultra Ultra Blush Pinsel. Dann haben wir hier noch den Sponge mit drin, den Schwamm. Und einen richtig tollen Foundation-Pinsel, einen Setting-Pinsel und einen Verblende-Pinsel. Also das sind richtig geile Pinsel. Die Qualität von Real Techniques ist einfach unfassbar gut. Und deswegen gehörte es einfach in die pinke Box mit rein. Boah, so langsam stelle ich mich hier echt ein bisschen zu. So, dann habe ich hier die rote Box. Das ist diese hier. Und in der roten Box, ja, ist als Herzensprodukt auch ein Produkt von Sammy, was er quasi ausgesucht hat, was ich reinlegen darf. Und zwar ist das dieser Knochen, diese Knochen, ja, Knochenstiefel, sage ich mal, ne? Eigentlich hängt man das so hin und dann bekommt der Hund da seine Leckerlis rein, zu Nikolaus zum Beispiel. Und ja, ne? Das ist von, übrigens von Nätzige genäht worden. Richtig hübsch. So. Und Gewinnpaket, oh meine Güte, Nummer 10 ist dieses hier. Das ist die Gold Edition. Da sind Produkte mit Gold quasi drin. Und da ist als Herzensprodukt ein Classy Good Armband drin. Das ist mit Roségold bzw. in Roségold ein Anker. Und das bezieht sich einfach auf meine Liebe zur See. Also ich bin ein absoluter Fan von Nord- und Ostsee. Und ja, deswegen durfte dieses Produkt hier mit reinwandern. Denn du hast hier ein echt schönes, sportliches, aber auch elegant kombinierbares Armband mit einem roséfarbenen, roségoldfarbenen Anker. Ne? Und genau, das kommt hier auf jeden Fall auch noch mit rein. Und auch hier wieder 10 Produkte in der goldenen Box. So, wir machen das einfach so. Unten in der Infobox, beziehungsweise hier immer wieder, habe ich dir ja eingeblendet, wie die Hashtags so sind. Nee, wir machen das anders. Diese Verlosung ist nur für meine Abonnenten. Das heißt, du solltest ja auf jeden Fall Abonnent meines Kanals sein oder es jetzt werden, weil das ist jetzt quasi ja ein Dankeschön von mich an euch. Ja, und dann musst du eigentlich irgendeinen Kommentar schreiben. Ist eigentlich schnurzepiep, egal, was du da reinschreibst. Wichtig, Abonnent sein. Genau, das ist wichtig. Und es wäre schön, und ich, ja, ich weiß nicht, ich würde mich da echt drüber freuen, vielleicht hast du ja Lust, mir eine Frage unten in die Kommentare reinzuschreiben, was dich so interessiert, weil ich ja gegebenenfalls demnächst mal plane, ein Q&A zu machen. Also da hätte ich auf jeden Fall mal Lust drauf, weil ich immer wieder auch ähnliche Fragen gestellt bekomme und vielleicht wäre das gar nicht so verkehrt, wenn ich solche Fragen auch einfach mal komplett in einem Video beantworten könnte. Und ja, dieses Video bzw. diese Kommentare, die sich hier unten, da unten unter diesem Video befinden, sind jetzt offen dafür, dass du mir ganz viele Fragen stellen darfst und ja, dann werde ich hoffentlich so gut wie alle Kommentare mal irgendwann in einem kompletten Q&A beantworten, sofern ich das hinkriege. Ja, das war es eigentlich schon. Ja, das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Nochmal vielen, vielen Dank. Ich bin immer noch baff, denn möchte ich mal kurz an dieser Stelle erwähnen, ich war nie
Cool. Ich war nie eine von den It-Girls oder von denen, wo man sagen würde, oh ja, Claudi, das ist schon eine geile Sau oder so. Nie, nie. Ganz im Gegenteil. Ich wurde damals sogar für mein Aussehen gemobbt und alles Mögliche, dass ich quasi, ne, nicht schön genug, nicht weiblich genug oder sonst irgendwas wäre. Und jetzt sitzen wir hier zusammen und manche Leute nennen mich tatsächlich Influencer, worüber ich also immer wieder schmunzeln muss, weil ich mir denke, ich, Leute, ihr seid echt geil. Ihr seid geil, dass ihr mich und meine Art so mögt, dass ihr mich tatsächlich abonniert habt und mich tatsächlich auch noch schaut, ne? Vielen, vielen Dank von Herzen. Also das ist wirklich eine ganz große Herzensangelegenheit von mir, dass ich dieses Video drehe, dass ich diesen Dank ausdrücke und dass ich einfach 10 Gewinner in diesem Video tatsächlich auch ja, stricken kann, wie auch immer man das nennen mag. Bleibt mir gerne erhalten, bleibt gerne Teil meiner Community, da hätte ich richtig Bock drauf, immer weiter mit euch zusammen, was auch immer kommt, zu erleben. Ich habe keine Ahnung, was in meiner Welt so passiert, aber hoffentlich bist du dann auch in Zukunft ein Teil davon. Ich bin's. Ich bleibe. Und ich hoffe, dass du auch bleibst. Das wäre sehr schön. Ja, ne? Ansonsten, keine Ahnung, das war's jetzt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll, ganz, ganz, ganz besonders doll gedrückt von mir. Oh, ich bin immer noch fassungslos, ne? So, ne? Keine Ahnung, verlinke hier gar nicht allzu viel. Im Prinzip mache ich hier nur so einen Abo-Button hin, dass du, wenn du möchtest, mich hier einfach abonnieren kannst. Vielleicht habe ich hier unten auch noch so ein Video, was ich verlinken kann. Mal gucken. Ja, kriegen wir wohin? Vielleicht so den letzten Upload oder irgendwas, was interessant sein könnte. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!